Yanma, fliegendes Kamerateam. Episch. Do you think they're filming something? Wow. That's gotta take some skill. Interested in the Yanma cameras? Huh? Keith Norman, Regieassistent. Oh, sorry. I didn't mean to startle you. My name's Keith. I'm the assistant director here, but mostly I run errands. Nice to meet you. I'm Tim. Right, I heard about you. Well, Tim, what do you think? The Yanma can fly around and let us film any scene at any angle. This filming style is unique to our studio. Make sure you get a good shot of me. Best looking Pikachu ever! What an awesome idea. Mr. Clifford's idea. You there! Olga Ellison, Musikkritikerin. You're part of the staff here, right? Have you seen my darling Perugly? No, I haven't. Sorry. I'm afraid it's gotten lost. My poor baby. I'm so worried. Is that really all you can say? Don't stand there. Go look for it. Yes, ma'am. Right away. Some people are so insensitive. And what about you? Why are you just standing around doing nothing? Get out of my way! Yeesh. That's one cranky old lady. Okay, sehr interesting. Willkommen zurück zu Meisterdetektiv Pikachu. Vor allen Dingen, die Alte hat einen Schnurrgast. Ich kann mir das schon bildlich vorstellen. Da freue ich mich schon drauf. Okay, ich wollte mit den Yanmas reden. Ja, Jan. Jan. Tag, du bist voller Eifer bei der Arbeit, was? Nur weiter so. Das Yanma-Kamerateam. Yanma. Es sagt, es sei für Kamera 1 zuständig. Laut ihm können wir uns schon mal auf atemberaubende Aufnahmen freuen. Müsst ihr euch vorstellen, bei Fußball-Live-Übertragungen oder so, da gibt es auch diese Netze, wo die Kameras langsliden. Aber da brauchst du gar nicht, wenn du einen Yanma hast. Andererseits bewegen die sich doch ein bisschen ruckartig, ne? Hab ich das Gefühl, schaut euch den an. Yanma. Du freust dich ja richtig auf deine Arbeit. Aber ich kann es auch kaum erwarten, dass die Dreharbeiten beginnen. Echt? Kannst du? Naja. Yanma, Yanma. Du bist für Kamera 2 zuständig, sagst du. Und du hast immer alles im Blick, ohne deine Augen bewegen zu müssen. Nicht schlecht. So, und du siehst nervös aus, kann das? Nein, gar nicht. Max Warhol, Komiker. Hey, you're the new guy, right? You gotten used to your job? No, I'm not... Oh, you don't have to be nervous around me. Just ignore the fact that I'm a celebrity. Well, I'm sorry, I don't know who you are. What?! No way! You don't know the team of Max and Chat Hut? Well, sorry, I've never heard of you. I've never heard of you. I've never heard of you. Plaudergei, Meister am Nachplappern. Great. There's really no need to rub it in, Chat Hut. Wow, that was my voice. Of course. Unbelievable. You really don't know who we are, do you? He's not as famous as he thinks he is. Ah! You must know this, our intro. Max and Chatot, it's Max and Chatot. We're the coolest, you got to admit it. Admit it! Admit it! Well... I guess you haven't seen it. Admit it! Now that I see it, you know, I might have seen this act on one of those late night shopping channels. Oh, I think I saw you on a commercial. Yeah? Right, I knew it! Here, let me give you my autograph. Okay. There you are. You'll be the envy of your friends. Yeah, thank you, I guess. Aha. Ja, und ich bin ein Let's Player. Ich habe über 250.000 Abonnenten. Ihr kennt doch das. Willkommen zurück zu Donkey Kong Country. Can Country. Return! Was? Nein, nein. Spontane Eingebung. Hüte das Autogramm wie ein Schatz. Wenn du willst, kannst du natürlich noch mehr haben. Als Mitarbeiter dieser Sendung führst du ein Leben voller exklusiver Privilegien. Oh, das ist ein Missverständnis. Ich arbeite gar nicht hier. Ich bin eigentlich nur für ein Treffen mit Roger hier. Ach so, verstehe.
Maximum Music. Maximum Music ist eine berühmte Musiksendung auf GNN. Moderiert wird sie natürlich von meiner Wenigkeit, Max Warhol. Ah. Ein bisschen mehr Begeisterung hätte ich jetzt schon erwartet. Plaudergeil? Plaudergeil scheint wirklich gut Stimmen imitieren zu können. Oh ja, du bist bestimmt völlig auf den Socken. Plaudergeil ist ein wahres Naturtalent. Wir zwei geben das perfekte Team ab, nicht wahr, Plaudergeil? Hey, lass mich jetzt nicht hängen! Und das Autogramm. Ha, du bist sicher wahnsinnig stolz auf dein Autogramm, oder? Ich würde ja sagen, schade ums Papier. Das kann ich ihm doch nicht ins Gesicht sagen. Ja. Hey, Tim! Im Studio haben wir jetzt so ziemlich alles gesehen. Aber Maiko ist noch immer nicht zurück. Oh, bleibt sie nur. Schauen wir in der Zwischenzeit doch mal, was Roger so treibt. Ich muss mit Plauder-Guy noch reden. Was ist los? Ja! Plauder! Hey, klasse, was du so drauf hast. Kannst auch meine Stimme nachmachen? Hm? Vielleicht hat es ja gerade keine Lust. Ganz schön launig. Max. Plauder! Du hast einen viel besseren Humor als Max. Wow, heftige Kritik. Plauder. Ah, ich weiß genau, was du meinst. Schon mühsam, wenn man einen Partner hat, den man einfach... der einfach nicht mithalten kann. Bitte was? Bist du dir sicher, dass es das gesagt hat? Das Autogramm? Max Autogramm wurde dir nachempfunden, oder? Plauder! Das wusstest du nicht. Der beste Zeichner ist Max wohl nicht. Kollege Suishomaru macht ja auch immer einen Knilz dazu. Moment, das ist ja auch ein Pokémon. Dieses Plauder-Guy ist recht kurios. So, Kisten, kann ich hier rein so? Ja, kann ich, Alter. Was gibt's da? Ich will mich jetzt nicht groß in anderen Räumen umschauen. Aber hier ist anscheinend ja gar nicht so viel. Hier ist schon viel, aber eher viel Platz, statt viel zu untersuchen. Da mussten die Entwickler so viel programmieren und dann kann man kaum interagieren. Hallo. Kann man mit dir interagieren. Ja, man kann sich hier relativ frei bewegen, wa? Wofür das wohl gut ist? Damit werden bestimmt irgendwelche Requisiten transportiert. Bitte? Kann ich nicht drauf gucken, aber mit dir reden. Bist du neu hier? Die Arbeit. Ich bin Regieassistent und kümmere mich um die Yanma. Verstehe. Was haben sie hier hinten denn zu tun? Im Moment überprüfe ich das Equipment. Eine meiner Aufgaben besteht darin, technische Probleme zu verhindern. Okay. Fiel gerade keine bessere Stimme ein, tut mir leid. Ja gut, dann war es das 4 in dem Bereich. Bleiben wir mal ein bisschen on topic und gehen jetzt wieder zurück zu dem Herrn Roger. Ja. Maiko lässt sich ganz schön auf sich warten. Tut mir leid, dass es so lange dauert. Aber hallo, meine Geduld kennt auch ihre Grenzen, was sie nur so lange treibt. Ganz ruhig, Pikachu. Du brauchst nicht gleich unhöflich zu werden. Keine Sorge, Roger. Sie tun uns hier schließlich einen großen Gefallen. Mag sein, aber die Situation ist mir trotzdem sehr unangenehm. Ich hab's. Bevor du deine Zeit hier völlig verschwendest, hättest du Lust, mal das Yanma-Kamerateam zu steuern? Ist das Ihr Ernst? Wenn Sie wirklich nichts dagegen haben, dann sehr gerne. Aber natürlich, mal sehen, wen könnten wir denn als Model einspannen? Das war mein Stichwort. Ein besseres Model als mich werdet ihr nicht finden können. Dein Pikachu will sich offenbar als Freiwilliger melden, Tim. Dabei hat er gerade noch rumgemeckert. Überlass Pikachu ruhig kurz mir. Bereite du dich so lange im Regieraum vor. Emilia, zeigst du ihm bitte den Weg? Gerne. Vermassel mir das nicht, Tim. Wehe, du filmst mich nicht von meiner Schokoladenseite. Ja, bis gleich. Okay. Der Regieraum befindet sich auf der rechten Seite des Gebäudes, auf einem langen Gang, dort wo keine Aufzüge sind. Du sollst es mir zeigen, aber dann gehe ich halt. Ich mach das schon. Warum ist der so weit weg? Jetzt habe ich die Karte nicht mehr. Wenn ich die Karte sehen möchte, dann... Moment. Geht einfach hier drauf. Besser ist. Ah, da unten wahrscheinlich. Das andere sind Wartezimmer. Jetzt bin ich doch neugierig und platze mir in eines der Zimmer rein. Dieses... Ach, das sind die Garderoben. Entschuldigung. Dieses Zimmer ist für Gäste reserviert. Geh bitte nicht rein, okay? Möglicherweise können wir in die gar nicht rein. Oder zumindest nicht in alle. Sondern die sind quasi nur da, damit man sieht, dass es hier größer ist, als es den Anschein hat. Das scheint der Regieraum zu sein.
treten wir ein. Regieraum. Hi, Hero. Hero. Hero Morgan, Regisseur der Sendung. How are you, Amelia? So is this young guy your boyfriend? Huh? No, it's nothing like that. This is my friend Tim, and we're just giving him a tour of the studio. Oh, so this is who you and Mako keep talking about. Nice to meet you. I'm Hero. Nice to meet you, too. Hero's the director of Maximum Music. That's true. But I'd be completely lost if it wasn't for my partner here. Hoot Hoot! Tickt immer richtig. That's Hoot Hoot. It's our timekeeper. It's phenomenal at keeping track of time. We couldn't run this place without it. Must be really smart. Hey! I'm all ready to go over here! What's the holdup? Oh, I forgot. Excuse me, Hero. Is Tim over there with you? Yep. Would you mind letting him take a look at the Yanma cameras? It shouldn't take too much of your time. Sure. No problem at all. Thanks, Hero. I appreciate it. Come on, over here. Thank you. Okay, wie agiert das Yanma-Kamerateam? Folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Yanma-Kamerateam zu steuern. Wie du dein Pikachu filmst, ist allein dir überlassen. Du bist der Regisseur. Die sind alle so kackenfreundlich hier. Tim, are you ready to go? You know I've been waiting for you, right? I know exactly how I'm supposed to move. You should take a look. I'm the great Detective Pikachu. I'm using my brilliant mind to trail a suspect. Over there. That was a close one. What's that? It's all making sense. I've got it now. Yeah! A bolt of brilliance! So smart. I'm almost jealous of my own talent. Pretty smooth moves, huh? That's what you should be filming. Moment, was? Ich verstehe gerade nicht. Okay, er hat's vorgemacht. Aber warum sind die Yanma so still? Oder war das jetzt nur in seinen Gedanken? Oder na gut. The atmosphere of the scene can change depending on how you film it. Decide on what you want and then tell Yanma. Wir müssen es rausfinden. Die Kamera bleibt fixiert und verfolgt Pikachu, ist doch nicht wahr? Das kann ich entscheiden. Aber ist ja nichts davon passiert. Okay. Da machen wir einen epischen Schwenk. Auf Pikachu zu und dann von oben. Keine Ahnung. Do you think that's right? All right. Let's start the shoot. Also das ist alles richtig. Nur Geschmackssache. I'm the great Detective Pikachu. I'm using my brilliant mind to trail a suspect. Over there. That was a close one. What's that? Obviously the camera's too close. Yeah. Don't get too close to the cameras when filming an action scene. Aber du bist trotzdem an dem Mikrofon vorbeigerollt. Doch, damit bin ich zufrieden. Great. Now let's head back. Ich hab nicht richtig verstanden, was es soll. War nur ein bisschen Spaß, naja denn. Echt toll, dieses Yanma-Kamerateam. Danke für den Einblick. Sah aber episch aus, muss ich sagen. Kein Problem. Freut mich, dass du Spaß daran hattest. Gehen wir zurück zum Studio, Tim. Vielleicht ist Maiko ja inzwischen zurück. Ja, ich mach mal kurz Lucky Lucky, ja. War das gerade ein Kompliment für meine Regiearbeit? Wenn ja, dann vielen Dank. Ach so. Pikachu ist ja nicht da zum Übersetzen. Das waren ziemlich gute Aufnahmen. Du hast Talent. Das Yanma-Kamerateam.
Durch das Yanma-Kamerateam eröffnen sich uns viele neue Möglichkeiten beim Film. Wenn du später die fertige Sendung siehst, merkst du sofort, was ich damit meine. Ich freue mich schon drauf. Der Produzent hat mich damit beauftragt, alle Aufnahmen zu überwachen. Ah, verstehe. Aber dafür müssten sie doch eigentlich selbst im Studio sein, oder? Nein, ich muss alle Aufnahmen überprüfen und wählen, welche in der Sendung landen. Das kann ich nur von hier aus. Hutut misst also die Zeit für Sie? Ja, wir müssen ihm nur im Voraus die Dauer der Sendung oder eine Reportage mitteilen. Dann weist es uns rechtzeitig darauf hin, wenn wir keine Zeit mehr haben. Klingt, als könne man sich auf Hutut verlassen. Oder man stellt sich eine Eieruhr. Oder irgendwie anders einen Timer. Whatever. Hallo, danke, dass ich das Yanma-Kamerateam ausprobieren durfte. Na nö, hätte mich etwa nicht? Hey, Tim redet mit dir. Das Yanma-Kamerateam. Das Yanma-Kamerateam ausprobieren hat Spaß gemacht. Danke nochmal. Das hört man gerne. Für deinen ersten Versuch warst du sogar richtig gut. Und die Arbeit? Ich bearbeite hier die Aufnahmen, die letztendlich gesendet werden sollen. Hier, schau, ich kann hier nicht einfach zwischen den verschiedenen Kameras wechseln. Oh, Tatsache. Auf dem Bildschirm ist jetzt eine andere Kameraeinstellung zu sehen. Handelt es sich dabei um dieselbe Szene wie zuvor, nur aus einer anderen Perspektive? Ja, mein Job ist es, alle Kameraeinstellungen zu überprüfen und das Beste auszusuchen. Meint, bei Live-Übertragung geht es halt. Also, bei Live-Übertragung musst du halt so nach Gefühl wechseln, aber wenn. Ich sag mal. Wie soll ich das sagen? Wenn es nicht live ist, kannst ja. Da ist ja viel Nachbearbeitung und. Ach, ich rede mit dem Kopf und Kragen, lasst mich in Ruhe. Wir gehen zurück. Toller Kurzfilm, den du da gedreht hast. Pikachu sah richtig cool aus vor der Kamera. Danke, Pikachu wird es sicher freuen, das zu hören. Wenn du soweit bist, sollten wir langsam wieder zurück ins Studio gehen. Okay. Das Yanma-Kamerateam war Rogers Indie und wird exklusiv von GNN verwendet. Seit ihrer Einführung kommt diese Technik bei uns in sehr vielen Sendungen zum Einsatz. Es würde mich nicht wundern, wenn bald alle anderen Sender diese Technik nachmachen. Sie liefert sich wirklich unglaublich dynamische Aufnahmen. Auf jeden Fall. Sehr wichtig ist dabei aber, ein gutes Verhältnis zu den Yanma aufzubauen. Ohne eine feste Vertrauensbasis scheitert diese Technik sofort. Okay, ich gehe selbst. Ich dachte, ich muss mit dir reden und so. Wollen wir gehen? Ja, nein, vielleicht. So. Och. Jetzt bin ich hier. Ich verstehe schon die Raumaufteilung. Keine Sorge. Aber hier gibt es keinen. Okay. Wer bist du denn? Haben Sie Schnurrgast gefunden? Ach, der Typ. Nein, leider nicht. Und ich habe keine Ahnung, wo ich noch suchen soll. Schnurrgast ist Mr. Allisons Partner-Pokémon. Aber nicht nur das. Es ist ihr Ein und Alles. So, ist sie zurück? Oder wie schaut's aus? Da bist du wieder. Da bist du ja wieder. Hat es dir Spaß gemacht, das Yanma-Kamerateam zu steuern? Ja, aber voll. Pikachu hat sich ziemlich ins Zeug gelegt. Es hat eindeutig Potenzial als Schauspieler. Hm? Das Yanma-Kamerateam ist einfach phänomenal, findest du nicht auch? Ja. Dein Assistent scheint schauspielerisches Talent zu haben und deine Anweisungen waren auch nicht übel. Wenn man dir so zusieht, könnte man fast meinen, du würdest die Sprache der Pokémon verstehen. In etwa. Hey, Piki. Na, was geht? Dein Kurzfilm ist im Kasten, Pikachu. Sehr schön. Und wie war ich? Du warst super. Alle waren begeistert. Naja, das war zu erwarten. Ich habe eben einfach Talent. Wieso frage ich überhaupt? Ach, Pikachu. Wärst du doch nur ein bisschen bescheidener. Du da! Oh nein, ich stehe schon wieder. Hast du hier irgendwo mein niedliches Schnurrgast gesehen? Nein, leider nicht. Wurde es etwa immer noch nicht gefunden? Ist das nicht offensichtlich? Das ist allein die Schuld des Personals hier. Ich bin vor lauter Unfähigen umgeben. Wer ist für diese Chaoten verantwortlich? Ich werde eine Beschwerde einreichen. Alle voll nett und dann kommt die. Kann ich irgendwie helfen? Oh, Mr. Graham, es ist eine Tragödie. Mein liebliches Schnurrgast ist verschwunden. Oh nein, das ist in der Tat fürchterlich und das so kurz vor der Generalprobe. Tim, würdest du der Dame bitte bei der Suche helfen? Ungern. Selbstverständlich. Na toll, wo sind wir da nun wieder reingeraten?
Vielen Dank, ich bin schon sehr gespannt, wie ein Detektiv diese Sache angeht. Frage, wo steckt Schnurgast? Das ist wirklich spannend zu beantworten. Nothing to worry about, Tim. I'll still continue my work as a detective, even if I do become a star. Da bin ich sehr beruhigt. Wo steckt Schnurgast? So, let's gather information. Das heißt, mit jedem reden. Einfach suchen wäre wahrscheinlich einfacher, aber okay, rede ich mit jedem. Wir sind auf der Suche nach Schnurgast. Hast du eine Ahnung, wo es stecken könnte? Nyan, nyan, nyan. Du meldest dich, wenn es siehst. Super, danke. Nyan, 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 ma. Schnurgast hat übertrieben hohe Ansprüche am Set und ist immer mit allem unzufrieden. Manchmal versucht er aus Trotz sogar mit seinem Schweif die Kameras umzuwerfen. Klingt wie ein verzogenes Kind. Yes. Sieht aus, als hättest du keine Zeit für weitere Besichtigungen. Tut mir wirklich leid, dass du in diese Sache verwickelt wurdest. Alles halb so wild. Ich freue mich, wenn ich helfen kann. Ich suche auch mit. Je schneller wir Schnurgast finden, desto besser. Okay, cool. Ich weiß leider nicht viel über Mr. Allisons Schnurgast. Wende dich besser an die Mitarbeiter der Sendung. Die können dir sicher weiterhelfen. Ja, hier kommt jeder dran. Mr. Allison ist sicher sehr besorgt um ihr Schnurgast. Ich zähle auf dich, Tim. Eigentlich wäre es Zeit für die Generalprobe, aber ohne Schnurgast läuft hier gar nichts. Immerhin ist es der Star der heutigen Show. Wir müssen es so schnell wie möglich finden. Ich gebe mein Bestes. Das wäre allen eine große Hilfe. Ich bin sicher, du wirst uns nicht enttäuschen. Bin ich mir auch. Tut mir leid, dass du dich so in Anspruch nehmen. Sag Bescheid, wenn ich dir irgendwie helfen kann. Mitsuchen! Mach ich, vielen Dank. Ich glaube, ich habe es vorhin auf dem Gang gesehen. Den Aufzug hat es sicher nicht verwendet, daher sollte es noch auf diesem Stock sein. Aha! Verflixt nochmal! Gibt es irgendwelche Probleme? Ja, meine Kamera spinnt heute irgendwie. Warum? Der Bildschirm ist plötzlich schwarz geworden. Keine Ahnung, wo das Problem liegt. Hä? Okay. Schnurgast. Schnurgast ist verschwunden, sagst du. Oh nein, wurde es am Ende etwa entführt? Wie kommen Sie denn auf die Idee? Ziehen wir lieber keinen voreiligen Schlüsse. Diese Olga Allison macht hier allen am Set das Leben schwer. Ich bin sicher, dass einige meiner Kollegen zumindest über Rache nachgedacht haben. Aber um ehrlich zu sein, fällt mir niemand ein, der sowas auch wirklich durchziehen würde. Lol. Oh nein, ist es wirklich schon so spät? Schnurgast ist schon wieder verschwunden. Ach, dieses launische Ding. Wenn du mich fragst, sollte Mrs. Allison besser auf ihr Partner-Pokémon aufpassen. Das klingt so, als hätte sich einiges an Frust angestaut. Wenn Schnurgast wirklich ständig ausbüchst, kann ich das auch sehr gut nachvollziehen. Oh man, arbeite doch mit anderen zusammen. Kannst du mir nicht erzählen, dass die alte Schabracke und ihr Schnurgast so gefragt sein müssen, so unabdingbar sind? Du kennst unseren Arbeitsablauf, Tim. Zuerst brauchen wir mehr Informationen. Hören wir uns ein bisschen um, was für ein Pokémon dieses Schnurgast überhaupt ist. Gute Idee. Wir haben dieses Schnurgast schließlich noch nie gesehen. Vielleicht finden wir bei den Befragungen einen Hinweis auf seinen Aufenthaltsort. Es wird nicht hier sein, aber trotzdem rede ich mit allen. Janma. Sorry, dass ich dich bei der Arbeit störe, aber hast du zufällig Schnurgast gesehen? Janma, Jan. Schnurgast hat das Studio durch die rechte Tür verlassen, sagst du. Dann wissen wir jetzt, wo wir nach ihm suchen müssen. Wenn wir dort sind, können wir auch gleich die Leute in den Garderoben befragen. Ich denke, da sollen wir nicht hin. Ich habe mich schon gewundert, warum es im Studio heute so ruhig ist, wo Schnurgast wohl steckt. Schnurgast und Bladogai können einander nicht leiden. Die beiden werfen sich immer nur böse Blicke zu. Das macht die Dreharbeiten sicher nicht leicht. Böse Blicke, das ist wichtig. Okay. Rechter Gang. Garderobe. Na dann. Was passiert nun? Where's that music coming from? Oh. In here? What are you doing, Pikachu? Carina Mitchell, Violistin. Oh, I've never heard such a beautiful sound. Pikachu, come on. What's wrong, Cricketune? Oh, Cricket! Oh! So sorry. Didn't mean to intrude. No, it's all right.
I was just a little surprised, that's all. I'm sorry. Are you going to be part of today's show? Yes. My name's Karina. Nice to meet you. Sehr peise, taktvoller Musiker. And this is my partner, Cricketune. Sorry, it seems to be in a bad mood. Pika, 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 Pika. Aren't you a cute Pikachu, huh? Don't let him fool you. Wohl wahr. Hier ist kein Schnurrgast, aber reden wir kurz mit der Alten. Sag mal, arbeitest du in der Sendung Maximum Music? Bist du hier, um mir zu sagen, dass die Generalprobe gleich anfängt? Nein, ich bin auf der Suche nach Schnurrgast. Mr. Crame hat mich darum gebeten. Ah, verstehe. Also Schnurrgast war vor einer Weile hier. Echt? Schnurrgast war hier? Ja, es ist einfach so reinspaziert und hat mich und Sepeise finster angestarrt. Nachdem es ein paar Mal um uns stolziert ist, war es aber auch schon wieder weg. Verstehe, aber es war hier. Du willst mehr über meine Geige wissen? Mein Großvater hat sie mir geschenkt, als ich noch ein kleines Mädchen war. Mittlerweile bist du also professionelle Violistin? Ja, aber ich stehe noch ganz am Anfang meiner Karriere. Wo weißt du denn, dass es eine Karriere wird? Also, was du eben gespielt hast, klang wunderschön. Ich freue mich schon auf deinen Auftritt. Danke, es ist bloß das. Gibt es irgendein Problem? Ich stehe nur ungern im Rampenlicht. Die Geige zu spielen sollte kein Problem sein, aber ich habe etwas Angst vor dem Interview. Aber du bist nicht allein da draußen, Karina. Zirpeise steht dir zur Seite. Du schaffst das. Zirp, zirp. Zirpeise stimmt dir voll und ganz zu, Tim. Ja, wo wir schon die Verbindung mit Nintendo hatten, auf der Gamescom 2015 hatte ich ja auf der Bühne bei Nintendo einen Auftritt. Und da war mir nicht wohl in meiner Haut. Zocken kann ich, aber irgendwie... Vor tausende Leute hören mir gerade zu und werden das sehen, was ich gerade blubber. Aber wenn nur 20 vor mir stehen und mir auf die Finger gucken, dann werde ich nervös. Das ist halt ungewohnt für mich, ne? Das ist ganz klar. Aber gewöhnt man sich bestimmt auch dran. Nur, ich bin halt nicht öfter irgendwie Angesicht in Angesicht. Zepeise hat mir eben beim Stimmen der Geige geholfen. Sowas kann es? Ja, es hat ein unglaublich gutes Gehör. Mit seinem Armen? Ich dachte atmen. Mit seinen Armen kann es sogar völlig neue Stücke aus dem Stegreif komponieren. Das würde ich gerne mal sehen. Zepeise und ich werden in der Sendung ein Duett aufführen. Wenn es dich interessiert, kannst du gerne zuschauen. Gutes Gehör. Oh Gott, ich kann den Zepeise-Ruf nicht. Manche können die besser. Der Raum hat sonst nichts zu bieten. Der Raum an sich ist... Oder geht's wieder raus? Wir werden auch gleich mit Zepeise reden. Oder was heißt gleich? Im nächsten Part, also morgen. Seid dabei, würde mich freuen. Und ja, dann machen wir weiter hier bei GNN. Es scheint ein schönes Kapitel zu werden. Also es hat Potenzial. Mal gucken. Seid dabei, bleibt dabei. Ist der Daumen oben. Werde ich euch loben. Bis dann und ciao.